Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 20. Sitzung, nenne ich es mal, der Lesung des Buches Babylon Mysterien Religion. Ein Buch, das, wie ich schon oft gesagt habe, Ralph Wutrow 1966 geschrieben und veröffentlicht hat, in den 90er Jahren widerrufen hat, worauf ich ein sehr interessantes Video gemacht habe, um seine Widerrufung zurechtzusetzen und null und nichtig zu machen. Mich interessiert es im Grunde auch nicht, dass er von seiner Meinung über das Buch zurückgetreten ist. Wir wissen aufgrund nicht nur seines Buches, sondern vieler anderer Bücher und nicht nur Alexander Hislop, worauf er sein Buch basiert, dass alles, was in diesem Buch steht, in der Hinsicht auch geschichtlich wahr ist und dass Babylon, besser gesagt, dass Rom nun einmal die babylonische Hure ist, für die wir sie immer halten, weil wir als Historiker, als Bibelhistoriker, die Prophezeiungen der Bibel nehmen und dann probieren, wahre Geschichte rauszusuchen, das nicht so leicht ist, weil unsere Geschichtsstunden ja verfälscht wurden. Also unser Geschichtsunterricht, den wir in Schulen haben, Geschichte, die uns gelehrt wird im Fernsehen, in solchen Kanälen wie zum Beispiel Hitler Channel oder ach, History Channel heißt das ja, ne? Dieser Geschichtskanal. Und in all diesen ganzen Medien wird uns ja nie die Wahrheit erzählt, auch nicht über die Geschichte. Aber wenn man richtig gräbt und die richtigen Schriftsteller kennt, die richtigen Autoren kennt, dann kann man hier und da richtige Geschichte lernen und dann sieht man, wie die Bibelprophezeiungen sich alle erfüllt haben, weil eine Bibelprophezeiung ist im Grunde nichts anderes als Geschichte, die vorher geschrieben wurde. Das ist ja das Wunderbare dabei, weil die Bibel ist ja von dem geschrieben, der das Ende von Anfang an kennt. Und wer das Ende von Anfang an kennt, der kann natürlich auch Prophezeiungen veröffentlichen, weil er weiß ja, wie sie ausgehen. Er hat es ja prophezeit, dass die Menschen das und das tun werden. Er lenkt die Menschen nicht, dass sie es tun werden. Das sind keine ferngesteuerten Puppen, auch wenn wir keinen freien Willen haben. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir wissen ganz eindeutig, dass die Hure, die in Rom sitzt, die Hure ist, die ursprünglich aus Babylon kommt. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, das ist unwiderlegbar so. Alles in der biblischen Prophetie, alles in der wahren Geschichte weist darauf hin. Und verschiedene Propheten haben darüber gesprochen, unter anderem Daniel. Paulus hat das System erwähnt und Johannes hat das System erwähnt, vor allen Dingen auch in der Offenbarung. Und ob Ralph Wutrow das jetzt widerruft oder nicht, das nimmt nicht weg, dass es die Wahrheit ist. Wenn er sich von der Wahrheit distanziert, muss er das wissen. Ich tue es nicht und deswegen bin ich froh, dass ich dieses Buch, was ich damals vor ein paar Jahren in Englisch gelesen habe, jetzt in Deutsch lesen kann. Heute, wie gesagt, zur 20. Lesung. Und in der 20. Lesung gehen wir wirklich ans Eingemachte. Da geht es nämlich um, wie es so schön heißt, eine unverheiratete Priesterschaft. Aber bevor wir in die unverheiratete Priesterschaft reingehen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei unserem Bruder Alexander bedanken, der es wieder geschafft hat, ein wunderbares Lied für uns zu erstellen. Und das wollen wir jetzt zum Anfang dieser Sendung einmal abspielen und uns anhören. Danke, Alexander, dass du uns dieses schöne Stück zu hast kommen lassen. Erzählen von allen seinen Wundern und sehen.
Wieder ein schönes Lied, das uns Alexander da eingesungen hat, finde ich zumindest. Nun, heute, wie gesagt, zur 20. Lesung Babylon Mysterien, Religion, eine unverheiratete Priesterschaft. Da muss ich nur eben kurz ran, wir haben da letztes Mal schon ein Stück reingelesen, deswegen werde ich diesen Anfang des Kapitels 16 noch einmal lesen, aber ohne weitere Kommentare zu geben. Und ab hier, nicht alle, lesen wir den ab heute eigentlich bestimmten neuen Text. Wir sprechen hier also über eine unverheiratete Priesterschaft. Das ist natürlich die Priesterschaft der römisch-katholischen Kirche, die ihre Wurzeln, also diese unverheiratete der Priesterschaft, bereits in Babylon hat. Ja, das kommt aus den anderen heidnischen Religionen, die dem römischen Katholizismus bereits vorangegangen sind. Es ist also nicht so, dass Rom oder der römische Katholizismus das und die unverheiratete Priesterschaft erfunden hat. Es ist eine Fortsetzung einer alten, heidnischen, aus Babylon stammenden Tradition. Und wir sprechen hier über das Zölibat, Ursprung und Auswirkung. Und bevor ich in die Lesung reingehe, also selbst das bisschen wiederhole, was wir letztes Mal gelesen hatten, möchte ich doch eben mal kurz eine Sache anfügen, dass wir das bitte gut verstehen. Ich kann nur jedem anraten, sich die Sendung von mir anzugucken, die ich gemacht habe. Ich glaube, es sind 8 verschiedene Sendungen. Ist Homosexualität heilbar? Wo ich versucht habe zu erklären, wie oder warum wir diese Sodomiten in der Welt haben. Das hat nämlich alles mit der Missachtung des zweiten Gebots zu tun. Das ist ganz deutlich beschrieben in Römer Kapitel 1 in den Versen zwischen 15 und 32. Wir müssen ein Ding einmal ganz deutlich verstehen. In der Bibel steht ganz klar drin, dass wir keine Unzucht betreiben sollen. Und Unzucht oder Ehebruch ist jeder Sex außerhalb der Ehe. Also jede sexuelle Aktivität, die zwei Menschen verschiedenen Geschlechts, gleichartigen Geschlechts, darüber spreche ich jetzt erstmal überhaupt nicht, miteinander ausführen, ohne dass sie verheiratet sind, ist sogenannte Fornication, wie es im Englischen heißt, Unzucht im Deutschen. Ehebruch ist das, ein Bruch des, ich meine, 7. Gebots. Mit den Nummern bin ich nicht so gut, ob es jetzt das 7. oder das 8. ist, das spielt auch keine Rolle. Es ist eins der letzten 6 Gebote, wo es geht, wie die Menschen miteinander umzugehen haben. Jeder Sex mit Menschen, die nicht verheiratet sind, ist Unzucht. Und die römisch-katholische Kirche verpflichtet ihre Priester nicht, sich vom Sex zu enthalten. Das wäre ja die logische Folge davon, sondern sie verpflichtet ihre Priester, sich der Ehe zu enthalten. Also sie dürfen sich keinen andersgeschlechtlichen Partner, auf gleichgeschlechtliche Partner gehe ich, wie gesagt, hier jetzt nicht ein, sonst sind wir morgen noch mit dieser Lesung beschäftigt, sich einen andersgeschlechtlichen Partner suchen zu dürfen, mit ihm Zeit zu verbringen und natürlich in dieser Zeit auch den körperlichen Akt des Geschlechtsverkehrs auszuüben, wie das normalerweise zwischen Verheirateten ebenso ist. Das dürfen römisch-katholische Priester nicht. Ich nehme es ganz kurz vorweg, fasse im Grunde das Kapitel kurz zusammen. Warum dürfen sie das nicht? Weil die römisch-katholische Kirche befürchtet, dass wenn die Leute sich an einen anderen Menschen binden, der ständig bei ihnen ist, mehr oder weniger, dass sie sich dann nicht so stark binden an den Papst, der eben nicht ständig bei ihnen ist und der aber ihr geistiger Vater ist. Deswegen nennt sich ja der Papst Papa, das ist ja sein Titel, den er hier auf Erden nimmt, obwohl Jesus Christus in Matthäus 6 gesagt, dass wir niemanden auf dieser Erde unseren Vater nennen sollen, außer den, der im Himmel ist. Der Punkt ist also ganz deutlich, den ich mache. Die Bibel sagt, ihr dürft Sex haben, wenn ihr verheiratet seid. Die römisch-katholische Kirche sagt, ihr dürft euch nicht verheiraten, damit dürft ihr eigentlich auch keinen Sex haben. Und da kommt jetzt natürlich das Heuchlerische der römisch-katholischen Kirche dran. Die römisch-katholische Kirche verbietet ihren Priestern keinen Sex zu haben. Und wenn man das erst einmal verstanden hat, dann sieht man, wo die ganze Unzucht in dieser Welt herkommt. Dann versteht man, wo der katholische Kindesmissbrauch herkommt. Dann versteht man, wo die ganze sodomitische Agenda unter Priestern herkommt und so weiter. Dann hat man unglaublich viel verstanden. Man muss die Bibel eben normalerweise wörtlich auslegen. Das heißt, du bist nicht verheiratet, du darfst keinen Sex haben. Die römisch-katholische Kirche verbietet ihnen aber keinen Sex und das haben wir ganz deutlich besprochen in dem Buch der römisch-katholischen Moraltheologie von Alfonso Liguori, wie ihr euch vielleicht erinnert. Das waren ein paar Lesungen, die ich mit Viktor zusammen gemacht hatte. Ich glaube 6 oder 7 Lesungen aus der Serie Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Das war in der Einführung dieser Serie. Und da hat der
Liguori ganz deutlich gesagt, und nicht nur der Liguori, auch andere sogenannte Doktoren der römisch-katholischen Kirche haben festgestellt, dass der Priester ruhig einmal im Monat seinen Sex haben darf. Was in der Bibel steht, ist da völlig wurscht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Bibel spielt für die römisch-katholische Kirche keine Rolle. Aber die Priester werden normalerweise hier in eine sehr verzwickte Situation hereingeführt. Einerseits hat der Mensch natürlich den Drang, Sex zu haben, da gibt es ganz natürlichen Triebe, die man hat. Und diese Triebe kann man eben befriedigen, wenn man verheiratet ist. Die dürfen aber nicht heiraten, sitzen also mit den Trieben. Und dann gehen sie in den Beichtstuhl und müssen sich von verheirateten Frauen die Probleme anhören oder die Dinge anhören, die die Frauen mit ihren Männern im Bett treiben. Ja, dass dann so ein Priester mal sagt, jetzt will ich da auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben, ist ja wohl irgendwo menschlich schon fast verständlich, aber eben leider biblisch total verkehrt. Das heißt mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche treibt ihre Priester sogar direkt in diese Unzucht mit rein. Ja? Und das tut sie seit Anfang an. So nicht die römisch-katholische Kirche, sondern das tut die babylonische Kirche, das tat die persische Kirche, das tat die griechische Kirche, das tat die heidnische römische Kirche und das tut die päpstliche römische Kirche. Also all die vier Königreiche, wobei das vierte ja aufgeteilt ist in heidnisches Rom und päpstliches Rom, die wir von Daniel kennen. Überall hatten wir dieses selbe Problem. Eine unverheiratete Priesterschaft sitzt immer noch mit ihrem Drang. Und deswegen war es so wichtig auch, dass man sich die Bibelstellen anschaut von Paulus. Paulus, der ja davon spricht, von den Eunuchen, ja, der an einer bestimmten Stelle sagt, es gibt drei verschiedene Sorten von Eunuchen, also Männer, die keinen Sexualdrang verspüren. Einerseits diejenigen, und das sind ganz seltene Ausnahmen, die so geboren sind. Dann gibt es die, die von Menschen zu Eunuchen gemacht werden. Da gibt es die Eunuchen, da gibt es die Kastraten, vor allen Dingen wieder in der römisch-katholischen Kirche. Das ist auch ein Thema für sich, das besprechen wir heute nicht. Und dann gibt es noch diejenigen, die durch den Heiligen Geist eben die Kraft erhalten, um sich dem Sex zu enthalten oder dem Sex zu entsagen. Und da ist nicht jeder für gemacht. Und jeder, der nicht dafür gemacht ist, sagt Paulus auch ganz deutlich, dann sucht euch eine Frau, heiratet die und lebt das eben miteinander aus, wie sich das gehört. Es ist nicht jedem gegeben. Paulus hat das für sich so gewählt, Petrus hat es anders gewählt. Petrus war verheiratet. Ja, der angeblich erste Papst, ne? Der angebliche Stellvertreter Jesu auf Erden, der erste, der Petrus, der war aber verheiratet. Und der Papst selber ist es nicht, eben weil der Papst sich zählt zu der römisch-katholischen Priesterschaft, die eben eine unverheiratete ist. Soweit jetzt mal erst eine allgemeine Einladung. Jetzt gehen wir in das Buch rein. Das Zölibat, der Ursprung dieses Zölibats und die Auswirkungen davon. Da fangen wir an mit einem wunderschönen Bibelzitat aus dem 1. Timotheusbrief im Neuen Testament, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und dort steht geschrieben, Zitat, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. In diesem Abschnitt warnt uns der Apostel Paulus davor, dass ein Verlassen des wahren Glaubens in künftigen oder letzten Zeiten stattfinden werde. Also, es ist nicht die Frage, findet er statt oder nicht, es ist mehr oder weniger nur die Frage, wann findet er statt. Paulus warnt davor, dass es stattfinden wird. Die Stelle weist nicht unbedingt auf die letzten Zeiten der Welt hin, schreibt Adam Clark in seinem bekannten Kommentar, sondern auf jede folgende Periode, in der die Gemeinde existiert. Tatsächlich fand dieser Abfall vom Glauben, wie diejenigen wissen, die die Geschichte kennen, schon in den ersten Jahrhunderten statt. Und dass dieser Adam Clark hier sagt, die Stelle weist nicht unbedingt auf die letzten Zeiten der Welt hin, ist eine glatte Lüge, weil Jesus Christus bereits gesagt hat, dass dies die letzten Tage sind. Ja? Also kann es auf keine andere Stelle als diese letzte Zeit in der Welt hindeuten, muss ich den Adam Clark hier mal eben berichtigen. Die ersten Christen, fährt der Autor fort, betrachteten die Anbetung heidnischer Götter als Dämonenanbetung. So steht es geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 19 bis 21, wo wir lesen können, Zitat, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid.
ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und gleichzeitig am Tisch der Dämonen. Gleichzeitig füge ich hinzu, aber das meint er hiermit. Daraus lässt sich folgern, dass sich die Warnungen des Paulus gegen die Lehren der Dämonen gewiss auf die Lehren der heidnischen Mysterien bezog. Aber römischer Katholizismus ist eben Heidentum eingekleidet unter dem Mantel des Christentums. Spezielle Betonung legte Paulus auf die Lehre des Verbots der Ehe. In der Mysterienreligion bezog sich dieses Verbot nicht auf alle Anhänger. Es war vielmehr eine Lehre, die das priesterliche Zölibat meinte. Alexander Hislop in seinem Buch Von Babylon nach Rom weist darauf hin, dass solche unverheirateten Priester Mitglieder der höheren Klassen der Priesterschaft der Königin Semiramis gewesen sind. Dies mag seltsam erscheinen. Dennoch schreiben die Berichterstatter der Antike der zügellosen Königin die Form des klerikalen Zölibats zu, und zwar in seiner schärfsten Form. Tja, nochmal eben, bevor wir hier in diese kleine Fußnote von mir reingehen. Es war vielmehr die Lehre, die das priesterliche Zölibat meinte, und Hislop weist darauf hin, dass solche unverheirateten Priester Mitglied der höheren Klassen der Priesterschaft der Königin Semiramis gewesen sind. Warum wiederhole ich das nochmal? Wir erinnern uns daran, dass wir in Apostelgeschichte, ich meine Kapitel 8, gelesen haben, dass Philipp einen Eunuchen getauft hat. Ja, dieser Eunuche, was im Deutschen verkehrt übersetzt ist als Wort Kämmerer, das total eine ganz andere Bedeutung hat. In der König James lesen wir halt das Wort Eunuche. Er war der Kämmerer der Königin Kandize. Ja, dieser Königin, das heißt, er war ein Priestermitglied der höheren Klasse. Als Eunuche eben dafür auserkoren, eben auch zu den Unverheirateten zu hören, und zwar dadurch, dass er wohl notwendig, weiß ich jetzt nicht, kastriert war oder so. Er war jedenfalls ein Eunuche, und ich nehme an, dass er zu der Kategorie hörte, von der Paulus gesagt hat, von den Menschen dazu gemacht, dass er so nicht geboren wurde. Aber das ist eine Unterstellung von mir, das steht so nicht in der Bibel. In der Bibel steht nur, dass er ein Eunuche war und dass er eben ein Kämmerer der Priester, der Königin war. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Kämmerer oder Eunuche aus Apostelgeschichte 8 eine moderne Version dessen ist, was Hislop hier beschreibt als unverheiratete Priester, die Mitglieder der höheren Klasse der Priesterschaft der Königin Semiramis gewesen sind. Das wollte ich nur noch mal eben anfügen, das habe ich hier nicht in einen Kommentar gegossen. Aber in einen Kommentar können wir das Folgende lesen, was ich hiermit eingefügt habe. Nämlich aus Websters 1828er Dictionary, das heißt, was heißt ein Dictionary in Wörter in Deutsch? Das ist ein Lexikon, glaube ich. Ne? Das ist ein Lexikon übrigens, das zusammen mit der König James immer auf dem Tisch liegen sollte. Oder wenn man die König James liest, sollte man auch immer Webster's Dictionary bei haben, dass man sich bestimmte Begriffe da mal raussuchen kann und erklären lassen kann. Dieses Wörterbuch jedenfalls oder Lexikon von Webster von 1828 sagt, Zitat, Zölibat, Substantiv, ein unverheirateter Stand. Also als Substantiv ist es ein unverheirateter Stand. Es heißt eben auch ein alleinstehendes Leben führen. Es wird am häufigsten, wenn auch nicht immer, auf Männer oder ein freiwilliges, alleinstehendes Leben angewendet. Biblisch sollte dies auch bedeuten, das habe ich ja in meiner Einleitung probiert deutlich zu machen, auf sexuelle Beziehungen zu verzichten, da die Bibel lehrt, dass sexuelle Beziehungen außerhalb der biblischen Ehe Ehebruch und Unzucht sind. Dieser Punkt spielt bei dem satanischen, babylonischen Priestertum keine Rolle, wie die weltweiten pädophilen und sodomitischen Skandale bezeugen. Und nochmal eben, wir besprechen hier nicht nur von Männern, ne, es steht hier, wenn auch nicht immer auf Männer ein freiwilliges, alleinstehendes Leben anwendet, nicht immer auf Männer, denken wir doch mal bitte an die ganzen Nonnenkloster. Diese Nonnen enthalten sich ebenso einer Ehe mit einem menschlichen Mann, und von daher dem Sex. Und wenn es sie gelüstet, was dann alles passiert, ja, da können wir in vielen Büchern drüber lesen. Hier schauen wir dann nachher ein klein wenig hinein. Jetzt fangen wir dort an, wo wir eigentlich dieses neue Kapitel heute hätten weiterführen müssen. Also jetzt kommt neuer Text. Nicht alle Nationen, sagt der Autor, in denen sich die Mysterienreligion ausbreitete, forderten das priesterliche Zölibat, wie zum Beispiel Ägypten, wo es den Priestern erlaubt war, zu heiraten. Jedoch
weiß der Gelehrte, dass die Anbetung der Kybele, einer babylonischen Göttin im heidnischen Rom, in ihrer ursprünglichen Form geschah, das heißt mit einem zölibatären, also unverheirateten Klerus, einer unverheirateten Priesterschaft. Anstatt dass die Lehre des Verbots der Ehe der Reinheit dienlich gewesen wäre, waren die Exzesse der zölibatären Priester des heidnischen Rom so schlimm, dass der Senat erwog, sie aus der römischen Republik auszuweisen. Später, als sich das priesterliche Zölibat im päpstlichen Rom etabliert hatte, kamen ähnliche Probleme auf. Als Antichrist Papst Paul V. versuchte, die genehmigten Bordelle in der heiligen Stadt abzuschaffen, erhob der römische Senat Einspruch gegen die Durchführung des päpstlichen Entwurfs. Die Männer des Senats begründeten dies mit der Feststellung, dass, gut zu hören, die Existenz solcher Häuser, also Bordelle, das einzige Mittel sei, die Priester von der Verführung ihrer Frauen und Töchter abzuhalten. Rom war in dieser Zeit nur dem Namen nach eine heilige Stadt. Es war übrigens Anfang des 16. Jahrhunderts auch so, als Luther nach Rom ging. Und als Luther aus Rom zurückkam, hatte er festgestellt, wenn es eine Hölle gibt, dann ist Rom darauf erbaut. In Berichten wird geschätzt, dass es um die 6.000 Prostituierte in dieser Stadt gab, mit einer Bevölkerung, die eine Anzahl von 100.000 Personen nicht überstieg. Also mindestens 6% dieser Stadt in der Antike waren Prostituierte. Von Historikern wissen wir, dass alle Klerikalen sich Mätressen hielten und alle Konvente des Kapitols einen schlechten Ruf hatten. Auf Anweisung von Antichristpapst Gregor wurde ein Fischteich in Rom, der sich in der Nähe des Klosters befand, ausgetrocknet. Auf dem Grund fanden sich mehr als 6.000 Säuglingsschädel. Das sind nämlich Säuglinge, also Babys, die nach der Geburt getötet wurden, weil sie eben von Nonnen geboren wurden, aus der Unzucht von Nonnen mit Priestern und wahrscheinlich auch noch anderen Männern. Nun, der Kommentar bezieht sich auf eine Suche, die ich gemacht habe. Und ich habe natürlich dann versucht, zu diesem Thema 6.000 Säuglingsschädel mehr zu finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Satz in diesem Buch hier, das heißt Morning Exercises at Cripplegate. Da steht hier unten, I must add something concerning the filthiness and uncleanness of the popish clergy and others under the celibate vow. Ich habe mir die Mühe gemacht, das dann zu übersetzen, aber es geht im Grunde nur um 2, 3 Sätze. Man findet unglaublich schwer etwas über dieses Thema im Internet, um nicht zu sagen, so gut wie gar nicht. Also ich zumindest nicht, als ich mich darauf vorbereitet habe. Hier ist der Link zu der Seite, die ich hier geöffnet habe. Und da lesen wir also auf Seite 382 unten im PDF in diesem Buch. Also ich habe das hier als PDF dann runtergeladen und da ist es Seite 382, wo wir hier sehen, Seite 368. Ja, da steht, und das ist jetzt übersetzt ins Deutsche, ganz einfach mit dem Google-Übersetzer gemacht, ich muss etwas hinzufügen, was die Schmutzigkeit und Unreinheit des päpstlichen Klerus und andere unter dem Zölibatsversprechen betrifft. Platina berichtet, dass in der Zeit von Papst Gregor dem Großen 6.000 Säuglingsschädel in einem Fischteich in Rom gefunden wurden. Und was bedeutete dies anders als die Hurereien und Morde, zu denen dieses Zölibat gelobt hatte oder geführt hatte? Ja? Dieses Zölibat führt dazu, dass man 6.000 Säuglingsschädel findet, also mit anderen Worten mindestens 6.000 getötete Kinder in der Zeit. Ja. Leider sind da keine Bilder zu finden und auch weitere Referenzen finde ich im Internet so nicht einfach. Es dürfte sich leichter gestalten, wenn man bestimmte Bücher in gedruckter Form, sogar sicher Originalausgaben in der Hand hält und hat. Aber das habe ich nicht immer. Ich bin hier auf Internetsuche angewiesen und da ergibt es nicht viel. Aber was wir eben festhalten wollen, ist, dass es hier in einem Fischteich in Rom, in der Nähe eines Klosters, dass man da 6.000 Säuglingsschädel fand. Kardinal Peter Dey sagte,
Er wage die Unmoral, die in Nonnenklöstern herrschte, nicht zu beschreiben. Und dass den Schleier nehmen einfach eine andere Weise war, eine öffentliche Prostituierte zu werden. Die Schändlichkeiten waren im 9. Jahrhundert so schlimm, dass St. Theodor Studita sogar verbot, weibliche Tiere auf der Klosterbesitz zu halten. Im Jahre 1477 wurden in dem katholischen Kloster von Kerchheim Nackttänze und Orgien abgehalten, die, wie die Geschichtsschreibung berichtet, schlimmer als diejenigen waren, die in den öffentlichen Häusern der Prostitution zu sehen sind. Priester wurden bekannt als die Ehemänner aller Frauen. Ja, natürlich auch zu danken an die Beichte, wie ich einführend bereits sagte, und wie man sich natürlich auch anschauen kann in der Lesung über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch. Nebenbei lassen wir mal hier das Video zur sechsten Lesung in Englisch nebenbei laufen. Da haben wir dann noch ein paar Bilder, die uns hier die Lesung ein wenig unterstützen, auch wenn wir jetzt schon 20 Minuten in der Lesung sind. Trotzdem nicht uninteressant. Also, Priester wurden bekannt als die Ehemänner aller Frauen, wo natürlich eben der Beichtstuhl unglaublich beigeholfen hat. Albert der Große, Erzbischof von Hamburg, ermahnte seine Priester, Si non caste, tamen caute. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht keusch sein könnt, seid wenigstens vorsichtig. Ein weiterer deutscher Bischof begann damit, von den Priestern in seinem Gebiet für jede weibliche Person, die genommen wurde, und jedes Kind, das geboren wurde, eine Steuer zu verlangen. Er entdeckte, dass 11.000 Frauen von den Geistlichen seiner Diözese gehalten wurden. Some shall depart from the faith, giving heed to seducing. Ich habe gesagt, du musst ruhig sein hier. Die katholische Enzyklopädie schreibt, dass die Tendenz derer, die diese Skandale aussuchen, um Details zu übertreiben, mindestens genauso offensichtlich ist wie die Tendenz der Verteidiger der Kirche, diese unbequemen Seiten in den Geschichtsbüchern allesamt zu übergehen. Wir bezweifeln nicht, dass, wie bei so vielen anderen Dingen auch, Extreme auf beiden Seiten existiert haben. Wir sehen auch, dass gerade bei Berichten über unmoralisches Verhalten die Gefahr der Übertreibung besteht. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, sind die Probleme, die die Lehre des Verbotes der Ehe mit sich gebracht haben, zu offensichtlich, als dass sie ignoriert werden könnten. Die katholische Enzyklopädie gibt zu, obwohl sie versucht, das Zölibat zu erklären und zu rechtfertigen, gibt die römisch-katholische Enzyklopädie zu, dass es viele Missbräuche gegeben hat. Nein, es gibt diese Missstände auch heute noch. Die katholische Enzyklopädie damals gibt zu, das ist hier der Adam Clark, mit dem ich nicht einverstanden bin, die römisch-katholische Enzyklopädie gibt zu, dass es diese Missbräuche gegeben hat und heute gibt es die immer noch. Also das gegeben hat, kann man durchaus auch in die gegenwärtige Zeit übersetzen. Ja? Das hat es gegeben, das gibt es heute und leider wird es das auch morgen geben. Das wird es so lange geben, diese Ausschweifung des antichristlichen Systems, bis unser Herr Jesus Christus endlich wiederkommt und dem Ganzen endlich ein Ende macht. Aber selbst die katholische Enzyklopädie gibt zu, dass es Missbräuche gegeben hat. Und wenn sie zugibt, dass es Missbräuche gegeben hat, dann können dieselben Instanzen heute wenig abstreiten, dass es diese Missstände oder Missbräuche immer noch gibt. Nur damit wollen sich Leute, die sich mit der römisch-katholischen Kirche sowieso nur am Rande beschäftigen, überhaupt nicht mit beschäftigen. Das wollen sie einfach nicht sehen. Wir wollen den sehr niedrigen Stand der Moral, auf den das katholische Priestertum in verschiedenen Perioden der Weltgeschichte und in verschiedenen sich christlich nennenden Ländern gelegentlich herabgesunken ist, nicht beschönigen oder gar in Frage stellen. Die Korruption war weit verbreitet. Wie könnte es auch anders sein, wenn von allen Seiten Männer brutaler Natur und ungezügelter Leidenschaften in die Bistümer hineingebracht wurden, die dem Klerus, über den sie herrschten, ein äußerst schlechtes Beispiel boten. Eine große Zahl des Klerus, nicht nur Priester, sondern auch Bischöfe, nahmen sich öffentlich Frauen und zeugten Kinder,
denen sie ihre Privilegien vererbten. Es gibt keine Regel in der Bibel, die von einem Pastor fordert, unverheiratet zu sein. Die Apostel waren verheiratet, wie wir im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 5 lesen. Zitat: Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas ist der Name, der Petrus gegeben wurde, der Stein bedeutet, nicht wahr? Von dem wird hier gesprochen. Und ein Bischof sollte Mann einer Frau sein. Das lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 2 und fortfolgende. Da steht nämlich, ihr wisst ja, ich finde es nicht so toll, solche Bibelzitate aus dem Zusammenhang zu ziehen, deswegen lese ich lieber ein paar mehr. In diesem Fall lesen wir die Verse 1 bis 7. Da steht geschrieben: Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, also Bischofsdienst, ein Bischof ist ein Aufseher oder auch ein Presbyter, ein Älterer. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Es ist eine Ehre, ein solches Amt ausführen zu dürfen. Es ist eine vortreffliche Tätigkeit, so etwas ausführen zu dürfen. Wer danach trachtet, ist also im Grunde jemand, der bestimmte, ich sag jetzt mal, Anforderungen erfüllen sollte. Und diese sind: Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Ja, da fangen wir schon mal mit an. Wie viele Priester sind denn untadelig? Und ganz besonders, wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, da wissen wir ja, dass wenn man überhaupt irgendetwas werden wollte, dass man nur über die Kirche etwas werden konnte in dieser Welt. Wenn man arm und mittellos geboren wurde und man wollte irgendwas erreichen in dieser Welt, dann konnte man das nur über den Weg der Kirche. Das kommt ja ganz deutlich raus in den Lesungen von Henry Charles Lear über die Inquisition. Da haben wir ja solche geschichtlichen Dinge gelehrt. Und vor allen Dingen haben wir das da, wir haben das da gelernt. Er hat es uns gelehrt, wir haben es gelernt. Ja? Er muss ein Aufseher sein, er muss untadelig sein. Da wissen wir aber, dass viele Menschen, die normalerweise heutzutage im Gefängnis sitzen würden, da eben in den Klerus eingetreten sind. Und Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie irgendwas verbrochen haben, sind eben nicht untadelig. Die Bibel sagt aber, dass ein Aufseher untadelig sein muss. Und der Mann einer Frau. Also er muss verheiratet sein. Wir müssen den Satz bitte richtig lesen. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau. Also ein Aufseher kann gar nicht unverheiratet sein. Er ist sogar zwingend verheiratet, muss man hier die Bibel richtig lesen. Er muss nüchtern sein. Er muss besonnen sein, er muss anständig sein, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Und zwar aus der Bibel zu lehren. Das ist nämlich die einzige Lehre, die ein Aufseher überhaupt machen kann. Ja? Und wenn ihr mich fragt, erfüllt ein römisch-katholischer Priester, aber auch die meisten evangelischen Pastoren, nicht einen einzigen dieser Punkte. Mann einer Frau, ja, die evangelischen Pastoren sind vielleicht mit einer Frau verheiratet, aber dass sie auch wirklich fester Mann dieser einen Frau sind, das wage ich auch wieder zu bezweifeln. Siehe das Bild hier im eingefügten Video. Ne? Das muss nicht unbedingt ein römisch-katholischer Priester sein, das kann genauso gut ein Pastor sein, dessen Frau zu Hause am Herd sitzt und die Kinder hütet und er in der Zwischenzeit da sich in ein bestimmtes Milieu begibt. Also, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, filthy lucre, wie es so schön im Englischen heißt, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Also nicht geldgierig und dann in der römisch-katholischen Kirche, das geht ja schon mal gar nicht zusammen. Ne? Hier seht ihr im Video den Ausschnitt aus dem Buch, den ich gefunden hatte. Ich hatte das da reinkopiert ins Video hier. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Also, das ist ganz wichtig, das ist ein Satz, der die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Kinder in Unterordnung halten, das tun sie heute auch, aber in aller Ehrbarkeit, das tun sie nicht, weil sie haben keinen Respekt vor den Kindern. Im Gegenteil, sie vergewaltigen die Kinder psychisch und physisch oft genug. Ja.
Wenn aber jemand in seinem, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also mit anderen Worten, wenn du noch nicht mal Frieden und Leitung in deinen eigenen Haushalt bekommen kannst, wie kannst du denn dann für eine Gemeinde sorgen, in der es viele verschiedene Familien gibt? Ja. Hier unter der Text, den kann man nicht lesen, der lautet hier, welcher Vater ist der Vater? Also welcher Priester ist denn der Vater? Eine Karikatur auf die Anspielung, die ich gemacht hatte über Priester, die Nonnen missbrauchen. Hier habe ich so als Karikatur mal mit eingeblendet zu dem Thema. Aber in der Bibel, in Timotheus, fahren wir hier fort. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ganz wichtiger Text im Timotheus hier, wo wir also wissen, wie ein Bischof beschrieben wurde, wie ein Bischof sein sollte, biblisch gesehen. Sogar die katholische Enzyklopädie schreibt, Zitat, wir finden im Neuen Testament keinen Hinweis dafür, dass das Zölibat Pflicht war für die Apostel oder für die von ihnen Ordinierten. Wir finden im Neuen Testament keinen Hinweis. Wir finden auch im Alten Testament keinen Hinweis, dass zum Beispiel die Leviten nicht heiraten durften, weil die Leviten waren ja das Priestervolk der Israeliten. Auch denen war gestattet, verheiratet zu sein. Wir finden nirgendwo von Genesis bis Offenbarung in der Bibel einen einzigen Vers oder einen einzigen Satz, wo drin steht, dass solche Menschen, also die sich für das Apostelamt bewerben, die sich für das Älterenamt bewerben, die sich für das Bischofsamt bewerben, dass die nicht verheiratet sein dürfen. Das steht in der ganzen Bibel von Genesis bis Offenbarung nicht drin. Genauso wenig, wie ihr in der Bibel zwischen Genesis und Offenbarung keinen einzigen Satz finden werdet, wo Jesus Christus den Sabbat vom siebten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche legt. Diesen Satz gibt es nicht in der Bibel. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Die Lehre des Verbots der Ehe, sagt der Autor, entwickelte sich nur allmählich in der katholischen Kirche. Als das Dogma vom Zölibat eingeführt wurde, waren viele der Priester verheiratete Männer. Es stellt sich allerdings die Frage, ob ein Priester, dessen Frau starb, wieder heiraten sollte. Beim Konzil von Neu-Caesarea im Jahr 315 nach Christus wurde eine Regel aufgestellt, die einem Priester unter Strafe der Amtsenthebung verbietet, eine neue Ehe einzugehen. Das Jahr 315 ist also ein paar Jahre vor der Machtübernahme Konstantins in der römisch-katholischen, in der sogenannten christlichen Kirche, wo er also das Christentum ja heidnisiert hat. Das passierte 321, wo dann auch das Sonntagsgesetz von Konstantin herauskam. Davor gab es halt 315 das Konzil und dieses verbietet unter Strafe der Amtsenthebung einem jeden Priester nach dem Versterben seiner Frau eine neue Ehe einzugehen. Später wurde bei einem römischen Konzil, das von Papst Siricius im Jahr 386 abgehalten wurde, ein Edikt verhängt. Also ein Edikt ist ein Bannspruch, das Priestern und Diakonen verbot, ehelichen Verkehr mit ihren Frauen zu haben. Und der Papst unternahm Schritte, dass das Gebot in Spanien und anderen christlichen Ländern durchgesetzt werden sollte. Wobei wir hier das Wort Papst lesen müssen als Bischof von Rom, weil es gab keinen Papst im Jahr 386, das war ein Bischof von Rom. Der erste Papst in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, als Antichristen, als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, sowohl der geistlichen als der zivilen Macht, war Bonifaz III. Im Jahr 606 durch die Macht von Kaiser Phokas aus Konstantinopel ihm gegeben, die geistliche Macht über die westliche und die östliche Kirche. Ja? Natürlich, der Autor hat diese Kirchengeschichte so nicht studiert und für ihn gab es 386 schon einen Papst, wahrscheinlich auch schon vorher, aber es gibt keinen Papst vor 606. Dem aufmerksamen Leser wird in diesen Aussagen der katholischen Enzyklopädie das Wort verbieten bzw. Verbot auffallen. Die Bibel gebraucht das gleiche Wort verbieten.
bezüglich der Warnung dem Verbieten des Heiratens, aber genau im entgegengesetzten Sinne. Die Bibel bezeichnet das Heiratsverbot als eine Lehre von Dämonen. Und wenn wir all das bedenken, sehen wir, dass sich die Vorhersage des Paulus erfüllt hat. 1. Timotheus Kapitel 4, 1 bis 3. Ja, der Geist sagt ausdrücklich und so weiter und so weiter. Das hatten wir weiter oben schon gelesen. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Fand ein Verlassen des ursprünglichen Glaubens denn statt? Ja. Schenkten Menschen heidnischen Lehren, das sind dämonischen Lehren, Beachtung? Ja. Wurde es Priestern denn verboten zu heiraten? Ja. Und aufgrund dieses aufgezwungenen Zölibats sind viele Priester wegen der Unzucht in diese vielen in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt und reden wegen der Heuchelei Lügen. Eben wie wir sehen im 1. Timotheus 4, 1 bis 3, wo wir hier gelesen haben, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ne? Genauso schreibt die Bibel, genauso ist es. Die Kirchengeschichte zeigt uns, dass sich jeder Aspekt dieser Prophetie bereits erfüllt hat. Im nächsten Unterkapitel gehen wir in die Beichte. Und zu der Beichte möchte ich halt nochmal darauf hinweisen, könnt ihr euch auch meine Lesung anschauen über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch, wo ich mit Viktor das Buch von Alphonse Liguori, einem Doktor der römisch-katholischen Kirche, analysiert habe. Das Schreiben ist von, ich meine, er heißt Gassmann, Robert Gassmann, wenn ich mich nicht irre, von 1937, also während des Dritten Reiches erschienen in Deutschland das Buch. Ich glaube nicht, dass man leicht noch ein gedrucktes Exemplar finden kann. Ich habe es als PDF und das findet ihr den Link in der Beschreibungsbox der Videos des systematischen Kindesmissbrauchs. Also schaut euch das an. Auch gibt es das wunderbare Buch von Charles Chiniquy über die Beichte. Ne? Im Englischen heißt es The Priest and the Confession oder sowas in der Richtung. The Woman, The Priest, The Woman and the Confession oder sowas in der Richtung heißt das Buch im Englischen. Auch das ist wieder ein Buch, das leider fälschlich ins Deutsche übersetzt wurde. Unglaublich wichtig, sich das durchzulesen. Und das hört übrigens auf mit etlichen Seiten, wo der Autor nur in Lateinisch die ganzen Fragen schreibt, die ein Priester gelehrt bekommt während seines Seminars, die er der unschuldigen Jungfrau oder dem unschuldigen Mädchen, da wir sprechen über Mädchen, die von, ja, vielleicht mal gerade eben rund die 10 Jahre waren, ein paar Jahre jünger sogar und ein paar Jahre älter, die Fragen, die er diesen Personen in dem Beichtstuhl, also im Vertrauen unter 4 Augen gestellt hat, die sind aber nur in Latein da und lassen sich mit dem normalen Google-Übersetzer leider nicht übersetzen. Das ist sehr schade. Das ist etwas, was fehlt in der deutschen Übersetzung auch vollständig. Das ist da überhaupt nicht drin. In der englischen Buchversion findet man das. Und das Buch über diese Beichte, jetzt will ich doch mal eben sehen, wie das heißt, weil muss ich mal eben gucken, hier unter Chiniquy habe ich das sicher hier drin. Dann könnt ihr euch das Buch ja auch mal besorgen, das kann man im Internet sich gratis raussuchen. Hier, The Priest, The Woman, achso ja, ich mache das immer, das Bild geht hier auf, aber wenn solange das hier spielt, zeigt es das nicht hier. The Priest, The Woman and The Confessional, ne? Also der Priester, die Frau und der Beichtstuhl, heißt es glaube ich auf Deutsch. Ein sehr interessantes Buch, was man sich durchaus mal anschaffen sollte. Hier gibt es das auch in Deutsch, seht ihr hier. Ach nee, das ist Chiniquys Ereignisse, die 50 Jahre in der Kirche von Rom. Das ist leider auch ein korruptes Buch, das man nicht lesen sollte. Aber der Bruder Johann Rübezahl hat sich da ja schon dran gemacht und das übersetzt. Und ich glaube, das ist schon ziemlich weit fertig, nur ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das mir anzuschauen. Ich bitte da um Verzeihung. Ich habe so viele andere Dinge im Augenblick. Ich bin da noch nicht zugekommen. Aber das Buch werden wir in der Zukunft hier in diesen sonntäglichen Lesungen auch ganz sicher dann lesen. Das 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniquy, der von Anfang bis Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Ich glaube, er ist 90 Jahre alt geworden. 1809 bis 1899 hat er, glaube ich, gelebt und war ein Zeitzeuge auch der Ermordung von Präsident Abraham Lincoln, war ein persönlicher Freund von Abraham Lincoln, war der Verteidiger von Abraham Lincoln sogar in einem Prozess
Besser gesagt, Abraham Lincoln hat ihn verteidigt in seinem Prozess, so rum. Und da gibt es also ganz interessante Geschichten, die wir da drin noch lernen können. Ja? Also die Beichte, ein unglaublich schwarzes Thema in der römisch-katholischen Kirche. Auch David Hunt oder Dave Hunt hat sich damit beschäftigt in seinem Buch Die Frau und das Tier. Auch da könnt ihr mal drin lesen. Das sind auch ganz interessante Dinge, die er da rauszieht. Aber jetzt wollen wir mal lesen, was sagt denn Ralph Wutrow hier über die Beichte. Die Lehre, die Priestern die Ehe verbot, brachte durch die Jahrhunderte hindurch noch andere Schwierigkeiten mit sich, und zwar im Zusammenhang mit der Beichte. Es ist klar, dass es leicht zu Missbräuchen kommen könnte, wenn Mädchen und Frauen im Beichtstuhl unverheirateten Priestern ihre moralischen Schwächen und Wünsche bekannten. Ein ehemaliger Priester, Charles Chiniquy, der zu Zeiten Abraham Lincolns lebte und persönlich mit ihm bekannt war, gibt einen vollständigen Bericht mit Nennung konkreter Fälle über die Korruption in Verbindung mit der Beichte in seinem Buch »Der Priester, die Frau und der Beichtstuhl«. Es ist nicht in unserem Sinne, alle Priester für die Fehler oder Sünden einiger zu verurteilen. Wir bezweifeln nicht, dass viele Priester die Eide, die sie abgelegt haben, mit großer Hingabe erfüllt haben. Trotzdem waren in vielen Fällen die unzählbaren Angriffe, um die Worte der katholischen Enzyklopädie zu gebrauchen, gegen die Beichte nicht ohne Grund. Dass die Lehre von der Beichte Schwierigkeiten für die römische Kirche verursachte, auf diese oder jene Weise, geht aus der Ausdrucksweise der katholischen Enzyklopädie deutlich heraus. Nachdem die unzählbaren Angriffe erwähnt wurden, lesen wir, Zitat, wenn seit der Reformation die Kirche eine Lehre oder eine Praktik um des Friedens willen aufgegeben oder ein hartes Wort abgemildert hätte, dann wäre die Beichte als erstes beseitigt worden. Ende Zitat. In einem sorgfältig formulierten Artikel erklärt die katholische Enzyklopädie, dass die Macht, Sünden zu vergeben, Gott alleine gehört. Trotzdem übe er diese Macht durch die Priester aus. Das nennt man dann Kasuistik und Sophistik, Haarspalterei und Wortdreherei und Wortklauberei. Ja? Die Macht, Sünden zu vergeben, gehört Gott alleine, aber er übt diese Macht durch die Priester aus. Also, ne, das ist ganz typische Kasuistik, ganz typische Papstsprache. Ein Abschnitt im Johannesevangelium, nämlich Johannes Kapitel 22, Verse 2 und 23, wird dahingehend interpretiert, dass ein Priester Sünden vergeben oder die Vergebung sogar verweigern könne. Ja, da habe ich ein Beispiel genommen von De La Chaise sicher. Mal eben gucken, habe ich das hier mit beigeschrieben, dass wir da gleich reingehen, sonst muss ich das mal eben hier erwähnen. Ne, da bin ich nicht drauf eingegangen. Da werde ich dann gleich mal eben drauf eingehen. Wir lesen gleich noch Johannes 20, 22, 23, aber hier steht ja in dem Buch, dass ein Priester Sünden vergeben oder die Vergebung verweigern könne. Ich möchte euch mal kurz ein Beispiel nennen von einer Situation, in der ein Priester die Vergebung der Sünden verweigert hat, weil er eine bestimmte Agenda hatte, die er erreichen wollte. Und zwar sprechen wir über den Beichtvater des französischen sogenannten Sonnenkönigs Louis XIV, Louis der XIV. Der Louis der XIV. Sollte von seinem Beichtvater gezwungen das Edikt von Nantes, das König Heinrich IV. 1895 initiiert hatte, widerrufen. Das Edikt von Nantes hat den Hugenotten in Frankreich, das ist eine protestantische Lebensgemeinschaft, eine protestantische Völkergruppe, lassen wir mal sagen, hauptsächlich im Süden Frankreichs verteilt gewesen. Also eigentlich lebten die über ganz Frankreich, aber sie lebten vor allen Dingen eben auch im Süden Frankreichs, in der Provence, in der Languedoc, in dem Piemont, in der Gegend, wo eben auch die Waldenser und sowas lebten. Der König Heinrich IV. Hatte denen Religionsfreiheit zugesichert. Und das nennt man das Edikt von Nantes. Und das Edikt von Nantes, also die Religionsfreiheit, das heißt, dass Protestanten ihre Religion ungehindert in Frankreich ausüben dürfen, ist natürlich den Jesuiten ein Dorn im Auge gewesen.
Und so hat dann der jesuitische Beichtvater von König Ludwig dem 14. De la Chaise dafür gesorgt, dass er den König so sehr durch die Beichte in seiner Macht hatte, dass der König Pudding in seinen Händen wurde. Der König hat ihm nämlich einige Unzucht-Taten geschildert, die er unter anderem mit seiner eigenen Schwester und seiner eigenen Tochter verübt hatte. Und der De La Chaise hat gesagt, ich kann dir diese Sünde nicht vergeben. Außer, da kam er dann später mit. Er hat den König also schworen lassen auf seiner Sünde. Er hat dem König die Sünde nicht vergeben und dadurch hat der König, weil er ja ein gläubiger Katholik war, eben ist davon ausgegangen, ich komme nicht in den Himmel, sondern ich komme in die Hölle. Wenn mir diese Sünde nicht vergeben ist, dann ist mein Leben verwirkt. Ja? Dann habe ich kein ewiges Leben, dann komme ich in die Hölle. Und damit hat natürlich der De La Chaise Druck ausgeübt auf den König. Und er hat zum Schluss gesagt zu ihm, ich kann dir diese Sünde eigentlich nicht vergeben, außer du tust etwas für mich. Ja, und da hat der König, ja, man kennt ja den Spruch, ne? Wenn dein Chef zu dir sagt, spring, dann fragst du nur, wie hoch höchstens. Ne? Nicht, ob du springen sollst oder sonst, sondern nur, wie hoch soll ich denn springen? Ja, der König dann auch ganz wissbegierig, ja, was soll ich denn tun? Ja, widerrufe das Edikt von Nantes. Das hat er dann auch getan. Ende des 17. Jahrhunderts, 1685, wurde das Edikt von Nantes widerrufen. Dem gingen natürlich andere Handlungen noch voraus und dann fing eine ganz starke Verfolgung von Hugenotten in Frankreich wieder an, die dazu geführt hat, dass ungefähr 500.000 Hugenotten das Land verlassen haben, darunter Vorläufer der Familie von Tapassorsi, der dann das Buch Herrscher des Bösen geschrieben hat. Und andere Leute, wie zum Beispiel auch Philipp von Limborch, der in die Niederlande ging und dann das Buch der Geschichte der Inquisition geschrieben hat, was ich in Englisch vorgelesen habe, zumindest ein Teil davon, auf meinem Zweitkanal, auch ein sehr interessantes Buch. Und wie gesagt, das ist das einzige Beispiel, das mir jetzt also wirklich aus der Geschichte einfällt. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere, aber dieses Beispiel habe ich ziemlich eingehend studiert, wo ein Priester einem Bußfertigen, wie man so schön sagt, also einem bereuenden Menschen, die Sünde nicht vergeben will, weil er ihn eben damit in der Hand hat. Und das finde ich doch mal in diesem Punkt, wo wir hier gerade lesen, ganz erwähnenswert, dass wir das eben verstehen. Ja? Also, nochmal den Absatz. Ein Abschnitt im Johannesevangelium wird dahingehend interpretiert, dass ein Priester Sünden vergeben oder die Vergebung verweigern kann. Und genau das hat De La Chaise eben gemacht. Wie lautet denn die Bibelstelle? Johannes Kapitel 20, Vers 22 und 23 sagt, Zitat, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde vergebet, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. So steht es in Johannes geschrieben. Und dann habe ich hier einen Kommentar zugefügt, der, wie gesagt, die Geschichte von De La Chaise nicht beinhaltet, sonst hätte ich das ja gerade nicht erzählen müssen. Was sagt denn die Bibel zur Beichte der Sünden an einen Priester? Ja, also was sagt die Bibel dazu, ob man die Sünden einem Priester beichten soll, ja oder nein? Antwort: Das Konzept, dass man zur Beichte der Sünden zu einem Priester gehen soll, wird nirgendwo in der Bibel gelehrt. Erstens lehrt das Neue Testament nicht, dass es Priester im Neuen Bund geben soll. Nee, wir sind nämlich alle Priester. Ja, wie Martin Luther so schön gesagt hat, wir sind alles Päpste, wir brauchen keinen Papst in Rom, wir sind alles Päpste, wir sind alles Brüder und Schwestern, wir sind alle auf einem Niveau, wir sind alle gleich. Es gibt kein Priestertum im Neuen Bund. Im Alten Bund gab es die Leviten, gab es das Priestervolk der Israeliten. Das gibt es im Neuen Testament nicht mehr. Wir haben einen hohen Priester und das ist Jesus Christus, gemäß Hebräer Kapitel 10 oder Kapitel 11. Stattdessen lehrt das Neue Testament, dass alle gläubigen Priester sind. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 9, beschreibt die Gläubigen als heiliges Priestertum, ja, und als königliches Priestertum. In Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6 und Kapitel 5, Vers 10, beschreiben alle beide die Gläubigen als ein Königtum und Priester. Im Alten Bund mussten die Gläubigen sich Gott durch die Priester nähern. Die Priester waren Vermittler zwischen Menschen und Gott.
Ja, im Neuen Testament haben wir nur einen Vermittler zwischen Mensch und Gott, nämlich den Menschen Jesus Christus. Die Priester brachten die Opfergaben im Namen der Menschen zu Gott. Dies ist nicht länger erforderlich, weil das einzige Opfer, das Jesus Christus tat, war stellvertretend für alle anderen. Das war das einzige Opfer, das Gott, der Vater, überhaupt akzeptiert hat. Die Priester brachten die Opfergaben im Namen der Menschen zu Gott. Dies ist nicht länger erforderlich. Wegen dem Opfer, das Jesus darbrachte, können wir uns dem Thron Gottes jetzt mit Kühnheit nähern, wie im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16 geschrieben steht. Der Tempelvorhang, der bei Jesu Tod in zwei Teile zerriss, war das Symbol dafür, dass die trennende Wand zwischen Gott und der Menschheit nun zerstört war. Dieser Vorhang, der dort von oben nach unten gerissen war, in dem Augenblick, als Jesus den Geist aufgab, wie es in der Bibel beschrieben steht, hat verschiedene Bedeutungen. Aber eine davon ist die Bedeutung, die hier eben steht. Ja? Dass die trennende Wand zwischen Gott und der Menschheit zerstört war. Wir können uns Gott auf direktem Wege nähern. Wir selbst, ohne dass ein menschlicher Mittler gebraucht wird. Warum? Weil Jesus selbst unser Hohepriester ist. Hebräer 4, Verse 14 bis 15 und 10, Vers 21. Hebräer 10 war das, was ich vorhin meinte, nicht 11. Und der einzige Mittler zwischen uns und Gott, wie im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 geschrieben steht, eben Jesus Christus ist. Das Neue Testament lehrt, dass es Älteste geben soll, also Bischöfe, ja, Presbyter, wie man das auch im Englischen sagt, oder Presbyterianer, wie man im Deutschen auch sagt. 1. Timotheus Kapitel 3, das wir schon gelesen hatten, dass es Diakone geben soll, auch 1. Timotheus 3, Bischöfe, wie wir in Titus 1, 6 bis 9 lesen, und Pastoren, Epheser 4, Kapitel 11, aber keine Priester. Wenn es zur Beichte der Sünden kommt, dann wird den Gläubigen im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 gesagt, dass sie ihre Sünden Gott beichten sollen. Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, wenn wir sie ihm beichten. Jakobus Kapitel 5, Vers 16 spricht davon, dass wir unsere Vergehungen einander bekennen sollen. Unsere Vergehungen! Das sind aber keine Sünden. Eine Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz ist von Gott. Das heißt, ich vergehe mich an Gottes Gesetz, wenn ich sünde. Das hat nichts mit Vergehungen, die ich einander mache, die ich, wenn ich meinem Bruder Unrecht tue. Das hat nichts mit Sünde zu tun. Sünde ist das Brechen Gottes Gesetzes. Das heißt mit anderen Worten, eine Sünde ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Vergehungen, das sind Übertretungen, sage ich jetzt mal, die ich anderen Menschen antue, wenn ich mich halt nicht an die Regeln halte, um mit anderen Menschen umzugehen, wie in den Geboten geschrieben steht. Wenn ich zum Beispiel lüge, wenn ich zum Beispiel mit der Frau meines besten Freundes schlafe oder so. Habe ich nicht getan, aber hat der beste Freund von mir damals getan. Eine andere Geschichte. Wenn man das einander bekennt, das ist was anderes, als einander die Sünden zu beichten. Ja? Also, Jakobus 5,16 spricht davon, dass wir unsere Vergehungen einander bekennen sollen. Aber dies ist nicht dasselbe, wie zur Beichte zu einem Priester zu gehen, wie es die römisch-katholische Kirche eben lehrt. Priester und Kirchenanführer werden nirgends im Kontext von Jakobus 5,16 erwähnt. Außerdem verbindet Jakobus 5,16 die Vergebung der Sünden nicht mit dem Bekennen der Sünden zueinander. Die römisch-katholische Kirche basiert ihre Praxis der Beichte von Sünden zu einem Priester hauptsächlich auf katholischer Tradition, also nicht der Bibel, sondern der Tradition. Katholiken weisen auf Johannes 20,23 hin, wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr jemanden behaltet, dann sind sie ihm behalten. Von diesem Vers leiten Katholiken ab, dass den Aposteln die Autorität gegeben war, Sünden zu vergeben und dass diese Autorität an die Nachfolger der Apostel weitergegeben wurde, das heißt den Bischöfen und Priestern der römisch-katholischen Kirche. Wenn wir davon ausgehen, dass aus den ursprünglichen apostolischen Priestern und Bischöfen die römisch-katholische Kirche hervorgegangen ist, was sie aber nicht ist, das ist ja eine andere, weitere Lüge, aber ein anderes Thema. Okay? Es gibt einige Probleme mit dieser Auslegung. Nämlich erstens, Johannes 20,23 erwähnt nirgends das Bekennen der Sünde.
Johannes verspricht nirgends oder erwähnt auch nur, dass die Autorität zum Vergeben der Sünden an die Nachfolge der Apostel weitergegeben wurde. Jesu Versprechen war gezielt an die Apostel gerichtet. Und wenn die Apostel ausgestorben sind, dann sind eben auch diese Dinge ausgestorben, die sie verrichtet haben. Das ist nicht vererbbar. Das Neue Testament sagt nirgendwo, dass die Apostel jemals Nachfolger haben würden. Gleicherweise weisen Katholiken auf Matthäus Kapitel 16, Vers 19 und 18, Vers 18, binden und lösen. Ja, über diese Textstellen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, da bin ich intensiv seitenlang drauf eingegangen. In der Buchlesung von Martin Luther, das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, lest dann oder schaut euch, lest das Buch oder schaut euch die Lesung von mir an. Da ist exzessiv, wird da über Matthäus 16, 19 und 18, 18 gesprochen. Also, gleicherweise weisen Katholiken auf Matthäus 16, 19 und 18, 18 binden und lösen als Beweis für die Autorität der Sündenvergebung der katholischen Kirche hin. Diese drei oben genannten Punkte treffen auf diese Verse zu. Nochmal, das Konzept, dass man zum Beichten der Sünden zu einem Priester gehen soll, wird nirgendwo in der Schrift gelehrt. Wir sollen unsere Sünden Gott bekennen, wie es steht im 1. Johannes 1, 9. Als die Gläubigen des neuen Bundes brauchen wir keine Mittler zwischen uns und Gott. Wir können direkt zu Gott gehen, wegen dem Opfer, das Jesus für uns darbrachte, im 1. Timotheusbrief 2, 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und das kann man auf dieser Internetseite nachlesen, godquestions.org, auf Deutsch Beichte Priester gehen, da habe ich das im Internet rausgesucht. Ja, und dann fahren wir noch eben fort. Die Sünden müssen ihm genau und im Detail, nämlich da ist es bestimmt im Konzil von Trient, ja, müssen dem Priester also die Sünden genau und im Detail bekannt gemacht werden, so dass er diese Entscheidung treffen kann, also ob er die Sünden vergibt oder eben nicht vergibt. Wie kann ein weises und wohlüberlegtes Urteil gefällt werden, wenn der Priester in Unkenntnis der Sache ist, über die Gericht gesprochen werden muss? Und woher erhält er das erforderliche Wissen, außer von dem spontanen Eingeständnis des Sünders? Da den Priestern die Autorität, Sünden zu vergeben, gegeben worden ist, lesen wir in dem Artikel, dass es widersprüchlich sei zu glauben, dass Christus beabsichtigte, andere Wege der Vergebung anzubieten, zum Beispiel das Bekenntnis alleine vor Gott. Die Beichte vor einem Priester sei notwendig zum Heil für diejenigen, die nach der Taufe Sünden begehen. Damit wird die Beichte ein Sakrament, also eine heilige Tat, die als Werk für die römisch-katholische Kirche nötig ist, um Erlösung zu erlangen. Denn nach der römisch-katholischen Kirche erlangen wir nur Erlösung, wenn wir Subjekte des römischen Pontiff sind. Das ist genommen aus der päpstlichen Bulle Unam Sanctam von 1302 von Bonifaz dem 8. Und ich kann nur ein wirkliches, volles Mitglied der römisch-katholischen Kirche sein, wenn ich volle Kommunion mit ihr habe, also das heißt, das Dogma der Transsubstantiation 100% für die Eucharistie erkenne und wenn ich eben meine Sünden einem Priester beichte. Und so gewinnt die römisch-katholische Kirche Macht über die Leute, die den Blödsinn von ihr glauben. Und weil sie den Blödsinn von ihr glauben, müssen sie eben auch alles tun, um die Dinge, die Bedingungen zu erfüllen. Weil sonst spielen sie mit ihrem ewigen Leben. Dass sie ihr ewiges Leben in Wirklichkeit sowieso verwirkt haben, weil sie Jesus Christus nicht bekennen und akzeptieren, so wie er lehrt, das ist eine ganz andere Sache. Die römisch-katholische Kirche treibt die Menschen durch ihre Tradition ins Verderben. Das ist leider so. Und damit wollen wir die Lesung heute abschließen, auch wenn das Kapitel noch nicht durch ist. Wir fahren dann nächstes Mal fort. Ich hoffe, dass ihr doch einiges gelernt habt
Und dass ihr jetzt das nächste Mal, wenn ihr einen Priester auf der Straße oder sonst wo seht, ihn mit anderen Augen seht. Und glaubt mir, die sind alle dasselbe. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. So wie zum Beispiel Charles Chiniquy. Und der ist dann schlussendlich auch aus der Kirche ausgetreten. Und zum Beispiel Richard Bennett, der war 22 Jahre römisch-katholischer Priester, von Jesuiten ausgebildet. Aber auch er ist aus der Kirche ausgetreten. Ja? Ein Priester kann nur aus der Kirche austreten und zu Jesus finden, oder er bleibt in der Kirche darin und er ist verloren. Und dann nimmt er an diesen Akten, nenne ich es jetzt mal, wie wir sie hier nennen, auch teil. Ein gutes Verständnis der Bibel ist die Basis für das gute Verständnis eines solchen Buches. Und von daher möchte ich mit meinem Aufruf verbleiben, bis zum nächsten Mal zur 21. Lesung des Buches Die römische Kirche, Mysterien der Religion aus Babylon. Lest eure Bibel. Maranatha. Don't try.